Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute zeige ich euch mal den günstigsten Weg, um durch den neuen Legendary Dungeon zu kommen. Ja, das Ganze ist entstanden auf der Theorie oder quasi auf der Technik, die sich der gute Seraphim ausgedacht hatte. Ja, und zwar hat er ein Video hochgeladen, in dem er seine Dungeon-Strategie preisgibt. Und wenn ihr euch das Ganze hier nochmal genauer geben wollt, dann schaut auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu dem Video, ist in 6 Minuten alles erklärt. Ansonsten gehen wir jetzt das, was dort im Video gesagt wird, jetzt nochmal Schritt für Schritt bei mir im Video durch und veranschaulichen das Ganze nochmal, um zu sehen, wie billig das Ganze wirklich ist. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen auf Glück basiert, weil der Dungeon ziemlich random sein kann. Aber auf jeden Fall bekommt man oder kommt man durch den Dungeon im Schnitt mit weniger Pilzen durch, als man vorher rausgegangen ist. Ja, und ansonsten hat man ja so auf die normale Art, wie wir es bisher gemacht haben, immer so zwischen 300, 350, wenn es ganz schlecht läuft, vielleicht sogar 400 Pilze ausgegeben, was ziemlich viel ist. Mit dieser Technik, nach den Daten von Seraphim, ist er im Durchschnitt zwischen 150, 160 bis 220 Pilze pro Run durchgekommen. Und ja, ich werde jetzt nicht selbst mitzählen, wie viele Pilze wir am Ende hier ausgegeben haben. Ich werde euch einfach mal jetzt einen Counter hier reinbauen und dann werden wir sehen, wie viele Pilze wir insgesamt für den kompletten Run genutzt haben. Ja, woraus besteht die Strategie, die Seraphim hier erfunden hat? Und zwar geht es darum, sich mit möglichst wenig Leben durch den kompletten Dungeon durchzulacken, mehr oder weniger, ja, weil es einen weniger bringt, Full HP zu haben als niedriges HP, einen niedrigen HP-Wert. Ja, das Ganze erklärt sich so, weil die meisten sich vielleicht denken, wieso, mehr HP ist doch besser. Schon. Allerdings bekommt man auch sehr viele Debuffs in diesem Game und ja, die halt nicht sehr förderlich sind, mit voll HP die zu bekommen. Ja, also es ist auf jeden Fall in dem Sinne besser, niedriges HP aufzuladen. Also die Taktik besteht da drin, nach jedem Tod sich für 10 Pilze 20% des Lebens aufzuladen und damit wieder in den Dungeon reinzugehen. Ja, und zwar hat es mehrere Vorteile. Wenn man zum Beispiel einen Debuff bekommt, dann stirbt man gleich, dann ist der Debuff weg und wirkt sich nicht nur auf den Rest des Lebens aus. Wenn man einen Heal bekommt, die unglaublich stark sind hier in diesem Dungeon, dann hat man was von ihm Heal und wenn man voll HP hat, dann hat man von ihm Heal halt eben nichts. Ja, zweiter Punkt, der sehr wichtig ist. Der dritte Punkt, falls ihr zum Beispiel an ein Loch kommt mit voll HP, zieht euch das ein Dreiviertel eures Lebens ab. Wenn ihr low HP seid, dann zieht das Ganze euch 0 HP ab. Ja, das sind drei sehr wichtige Punkte auf jeden Fall, die man beachten sollte und deswegen probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Und dann gehen wir das nochmal Schritt für Schritt durch, was ihr hier bei welchen Gegner machen müsst. Ja, zuallererst, wenn ihr startet im Dungeon auf Etage 1, dann kloppt ihr jeden Gegner, den ihr sehen könnt. Das ist natürlich sehr unlucky. Hier haben wir direkt eine Debuff-Falle, da würde ich mal jetzt hier einfach vorbeigehen. Und hier haben wir direkt einen Buff, ja. Das ist gut, beim nächsten Gegner 3 Kämpfe 75%. Ja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt die Falle natürlich mit. Und wir versuchen uns jetzt so viel wie möglich hier Schlüssel zu erfarmen, die ersten Etagen. Wenn ihr volles HP habt, dann versucht ihr so low life wie möglich zu kommen und danach versucht ihr zu flüchten. Ja? Ihr nehmt die Falle mit, das ist natürlich sehr lucky, dass wir hier einen One-Hit-Wonder direkt am Start haben. Dann nutzen wir das natürlich, um halt jetzt dementsprechend Monster zu kloppen. Ah, durch die Diva-Falle gehen wir nicht durch. Und wenn ihr Low HP seid, dann versucht ihr einfach die ganze Zeit zu rennen. Ja? Ihr versucht die ganze Zeit von Monstern wegzurennen, zu flüchten. Und ja, jetzt haben wir zum Beispiel hier einen Debuff und das ist halt nicht schlimm. Ja, es war eh nur Gold, aber ist jetzt nicht so wild, weil wir nicht so viel Leben haben. So, wir versuchen zu flüchten. Schaffen es, kommen davon, versuchen zu flüchten. Ja, sehr gut. Läuft bisher ganz gut. Schaffen wir es ein drittes Mal. Nice. Die Falle vermeiden wir natürlich, weil wir sonst sterben würden. So, wir gehen weiter, versuchen wieder zu flüchten. Ja, läuft sehr gut. Ja, also wir haben sogar ziemlich viel Glück hier dabei. Goldene Türen immer nehmen. Ja, goldene Türen solltet ihr immer mitnehmen. Egal was ist, das ist, sollte Priorität Nummer 1 sein. So, wir haben eine Schlüsselchance hier. Die Spinne ist relativ weit weg. Wir versuchen unser Glück. Wir haben Pech, kriegen einen Debuff rein. Ja, ist aber nicht so wild, weil wir eh nicht mehr sehr viel Leben haben, also alles cool. Wir versuchen zu flüchten, ja, schaffen das sogar nochmal.
flüchten nochmal und sterben jetzt durch den Debuff. Gut, was machen wir jetzt? Wir beleben uns wieder. Wir haben ein ganz gutes Stück geschafft. Der einzige Nachteil vielleicht dabei ist, dass man vielleicht nicht ganz so viel Gold farmt, aber ich denke mal, das sollte auf jeden Fall eine pilzsparendere Taktik sein. Also man versucht natürlich mehr auszuweichen als alles andere. So, was machen wir jetzt? Wir beleben uns mit 20% wieder und starten hier rein. So, jetzt sind wir hier kurz vor dem ersten Endboss. Ja, bei Stufe 25 kommt ja der erste Boss. Und jetzt nehme ich einfach mal die Tür, weil ich nicht riskieren möchte, dass ich Leben verliere. Weil beim ersten Boss, bei 25, braucht ihr mindestens 20 HP, um den zu besiegen, soweit ich weiß. Genau. Ja, und das klappt auch ganz gut. So, den haben wir jetzt besiegt. Zack. Und haben jetzt nicht sehr viele Pilze bisher ausgegeben. So, was machen wir jetzt, nachdem ihr euch einmal wiederbelebt habt, ja? Kämpft ihr den ersten Fight gegen ein Monster, um nochmal auf Low HP zu kommen, weil wenn ihr mit 20% re-rived, könnt ihr einmal ein Monster klatschen. Ja, das überlebt ihr. Und danach fangt ihr wieder an zu flüchten. Das ist so auf jeden Fall die Strategie dahinter. So, wir sind aber auch sehr lucky momentan und kommen ganz gut durch. Ja, wir haben einen goldenen Raum. No risk, no fun, würde ich mal sagen. Wir kriegen 3 Schüsse abgezogen, was uns jetzt wieder ein Stück weit zurückzieht. Mal gucken, was bekommen wir. Ein Debuff ist aber halt jetzt nicht so wild. So, und jetzt lass uns hier rein. So, was machen wir jetzt? Und zwar beim ersten Schlüsselhändler oder bei allen Schlüsselhändlern versucht ihr immer 6-mal One-Hit-Wonder zu kaufen. Das ist richtig stark, ja, und das solltet ihr auf jeden Fall, also die Pilze solltet ihr dort auf jeden Fall investieren. So, wir suchen danach. Ja, das bringt uns alles nichts. 3-mal haben wir hier One-Hit-Wonder. So, das ist natürlich dann auch das gewisse Risiko dann dabei. Hier haben wir jetzt 6-mal. Wenn wir jetzt durch eine Falle laufen oder so, dann ist natürlich dumm, ne? Aber das hoffen wir einfach mal nicht. Und jetzt versuchen wir wieder so viele Monster wie möglich mitzunehmen, Schlüsse zu farmen. Und nebenbei kommen wir natürlich auch ziemlich weit in den Dungeons, ja, oder in der Dungeon-Etage, ohne irgendwie Schaden zu erleiden. So, gut, jetzt haben wir ein paar Schlüssel wieder gefarmt, nehmen uns den Buff mit, weil es kann nur was Gutes bei rauskommen, weil wir können es nicht overhealen. Mal gucken, was bekommen wir. Wir bekommen wieder, ja, 50% mehr Schaden, was halt schlecht ist, wenn ihr voll HP habt. Deswegen spielt ihr mit wenig Leben, weil dann bringt euch der, ja, ihr sterbt halt, dann sterbt ihr sowieso. Und wenn ihr halt viel Leben mit 100% aufgeladen habt, dann kriegt ihr halt 50% mehr Schaden und dadurch gebt ihr quasi mehr Pilze aus. So ist der Debuff nach dem ersten Gegner gleich weg, ne? Deswegen, ja, ist die Taktik auf jeden Fall, ja, sehr sinnergebend so auf jeden Fall. Jetzt kriegen wir sogar einen Buff rein, was halt nice ist. Mal schauen, vielleicht überleben wir hier. Nö, leider nicht. So, und wir sind jetzt schon relativ weit gekommen und haben noch nicht viele Pilze ausgegeben. Meine Spielwelt backt gerade rum hier. Genau, was machen wir jetzt? Wir beleben uns mit 20% wieder und setzen den Dungeon fort. So, was machen wir danach? Wir bekämpfen den ersten Gegner. Jetzt haben wir wieder Low HP, haben einen Schlüssel gefarmt. Und was machen wir jetzt? Wir versuchen wieder die ganze Zeit zu dodgen. Ja, hat nicht geklappt. Kommt auch mal vor, ne? Damit muss man halt eben leben. Und ja, natürlich Fragezeichen. Immer über das Monster nehmen, sollte auch klar sein. Bekommen wieder einen Debuff rein. Ja, schade, shit happens. Aber er hätte uns halt mehr gekostet, wenn wir mit Full HP aufgeladen hätten. So, wir machen weiter. Goldraum immer mitnehmen. Wir fallen ins Loch. Haben einen Gegner direkt übersprungen, einen Zwischengegner. Und haben halt nicht sehr viel Leben verloren. Ja, wenn ihr so ein HP habt wie jetzt, dann verliert ihr halt gar kein Leben. Wenn ihr 20% habt, dann verliert ihr, was weiß ich, 10% oder so. Wenn ihr 100% Leben habt, verliert ihr 75% vom Leben, ne? Deswegen Loch auf jeden Fall sehr nützlich in dieser Dungeon-Strategie. Ja, so, wir haben jetzt hier eine goldene Tür, sind bei 56. Was macht ihr, wenn ihr bei dem 50. Gegner seid? Bei dem müsst ihr 2-mal aufladen. Das heißt, den besiegt ihr nicht mit 20 HP, da müsst ihr 2-mal 10 Pilze kaufen für 40 HP, um diesen 50. Zwischenboss zu legen, also Etage 50 den Zwischenboss darzulegen, ja, um das mal verständlich rüberzubringen, ne, deswegen. So, was machen wir wieder hier? Hier investieren wir wieder ein paar Pilze, um uns One-Hit-Wonder zu holen.
Ja, natürlich, denn auch wieder sechsmal. Diese Pilze sind gut investierte Pilze, weil ihr halt gleichzeitig Schlüssel farmt und euch sechs Räume lang vorankämpfen könnt. Deswegen ein sehr nützliches Tool und solltet ihr euch, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, immer erpilzen. Ja, diese Strategie ist wirklich sehr, sehr pilzsparend und vor allen Dingen halt kein Vergleich in zu den Taktiken davor, die wir hatten, ne, dass man sich immer mit 100% wiederbelebt und dann halt, ne, in den Dungeon wieder reingeht. So, das ist halt ja nicht gerade sehr zielführend. So, wir sterben, das kann vorkommen. Wir haben aber auch viele Schlüssel gefarmt. Wir beleben uns mit 20% wieder. Ab wann sollte man die Schlüssel nutzen? Es kommt darauf an, wie viel ihr erfarmt habt. So, ihr müsst immer Schlüssel am Start haben für solche Situationen. Falls ihr über eine verfluchte Falle geht oder so, oder ihr gleich damit sterbt, denn das ist halt nicht so schlau. Da nutzen wir natürlich dann wieder mal einen Schlüssel. Hier gehen wir dran vorbei, gekonnt, und kommen in den nächsten goldenen Raum, den ihr wie immer mitnimmt. Ja, es kommt darauf an, wie viele Schlüssel ihr am Ende des Tages habt, aber ihr solltet bei Etage 75 bis 80 anfangen, dann eure Schlüssel zu usen, die ihr bis dahin erfarmt habt. So, wir greifen wieder an, bekommen einen Schlüssel und das heißt wieder die nächsten Etagen wieder flüchten, so gut es geht. Schade, man kommt halt nicht immer, kann halt nicht immer Glück haben, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Nächsten Goldraum nehmen wir natürlich mit und bekommen einen Heal. Die Heals sind halt richtig, richtig huge. Hätten wir jetzt hier mit Full Life wiederbelebt, dann hätte uns der Heal komplett gar nichts gebracht. Null. 0%, weil wir eben Full Life haben. So, wiederbeleben wir uns mit 20%, kriegen einen Buff rein und jetzt haben wir fast wieder Hälfte Leben. Also das ist halt sehr, sehr, sehr strong. So, wir besiegen die nächsten zwei Gegner, sind Low Life und versuchen zu flüchten. So, die Falle versuchen wir zu vermeiden, nehmen hier ein goldene Kiste mit und machen weiter. So, jetzt sind wir hier bei Etage 72 von 100. Ja, bei Etage 75, der macht genauso viel Schaden oder fast genauso viel Schaden wie der bei Etage 50. Da müsst ihr euch mit 2x10 Pilzen, also mit 40% Leben, wiederbeleben. Ansonsten kommt ihr an dem halt eben nicht vorbei. Ja. So, das heißt, wir können noch einmal einen Schlüssel farmen, überleben mit ganz wenig Leben, gehen in den goldenen Raum rein, versuchen hier zu dodgen, okay. Und was machen wir? Wir gehen mit 40% Leben rein. Zack. So, nehmen hier die Kiste mit. Nice, haben wir sogar noch einen Buff bekommen. Und gehen hier zu dem Zwischenboss, besiegen den und haben noch ein bisschen Leben. Und ja, das ist komplett egal, wo ihr lang geht. Ich gehe eben einfach rechts lang, mal gucken, was bekommen wir hier. Noch ein Buff rein, sehr gut, Fallenentschärfer. Nehmen wir mal hier direkt mit. Nice. So, und wir versuchen auch noch natürlich ein bisschen was von dem Buff hier auszunutzen. So, jetzt sollten wir, nachdem ich hier noch einmal vorbeigerannt bin, langsam anfangen, die Schlüssel zu usen. Wir haben jetzt hier 14 Schlüssel am Start und ja, jetzt könnte man halt wieder. Ja, könnte man eigentlich alles machen. Jetzt könnte man wieder One Punch Man holen. Man könnte das Ausweichen direkt nehmen hier. Ja, das ist jetzt nicht so wild. One Punch Man bringt euch natürlich am meisten, ne? Ja, will jetzt hier nicht großartig weiter Pilze ausgeben. Deswegen nutzen wir das mal so und versuchen die letzten Etagen uns noch ein bisschen an den Gegnern vorbei zu flüchten hier, ne? Also viel mehr bringt euch halt der One Punch Man. Ich habe aber noch 13 Schlüssel am Start. Deswegen, oh, hier haben wir noch einen Fallenentschärfer, den nutzen wir auch gleich, gehen hier durch. Deswegen, ja, versuchen wir jetzt schon die Schlüssel zu usen, kriegen sogar nochmal einen Buff rein, was halt sehr gut ist. So, und jetzt versuchen wir langsam mal die Schlüssel hier zu nehmen. Ich habe zwar noch den Fluchtassistenten noch ein paar Mal, aber ich habe halt auch noch 10 Schlüssel, die ich noch irgendwie usen möchte, weil man natürlich noch was für seine Schlüssel jetzt bekommen möchte. So, ne? Man möchte natürlich auch das, was man sich erfarmt hat, möchte man natürlich auch zum Ende hier nutzen, ne? Und ein bisschen möchte man ja was von den Schlüsseln halt auch wiederbekommen, ne? Weil in den Räumen, wo man die Schlüssel nutzt, ist halt meistens der gute Loot drin, ne? Deswegen die letzten Etagen versuchen wir uns hier ein bisschen, ja. Huch, ah, jetzt habe ich ein Missplay gemacht. Ich hätte hier noch einen Schlüssel usen können. So, wir gehen mit drei Schlüsseln raus. So, der wird uns jetzt klatschen. Und was machen wir? Wir laden 60% auf, gehen in die Etage rein zum Endboss und sind halt durch. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele
Ja, Pilze ich gebraucht habe, aber das werdet ihr wahrscheinlich jetzt an dem Counter links unten sehen können. Ne, ich habe jetzt halt selbst nicht mitgezählt vorher. Wir haben halt zwar 10 Tode kassiert, aber das ist halt jetzt nicht weiter wild, weil man ja eben die pilzsparende Variante nimmt. Und ja, gutes Gold haben wir sogar auch gefarmt. Ich bin hier auf meinem Battle Mage, deswegen vom Level her nicht ganz so hoch wie auf meinem Main. Ja. So, und bekommen halt den Ring. Ja, ist gut, Spielwelt. Ich hab's verstanden. Ja, okay, gut. Ja, anscheinend buggt hier heute wieder W7. Also W27 ist bei mir richtig schlimm hier. W27 buggt bei mir richtig rum. Ja, okay, gut. Aber drauf geschissen. Ihr habt auf jeden Fall die Technik verstanden dahinter. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr pilzsparender als alles andere, was wir bisher kennen. Dankeschön an Seraphim. Guckt da auf jeden Fall in die Beschreibung vorbei und lasst ihn ein Like da für die tolle Taktik, die er uns hier mitgegeben hat. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert für uns alle. Deswegen wollte ich euch das Ganze nochmal hier in dem Video präsentieren. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet damit auch ein bisschen was anfangen. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, schaut in das Video von Seraphim rein. Und das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.